Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin im Betriebsversammlungsmodus, sorry. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, kurz zu euch zu sprechen. Wir sind gebeten worden, weil ihr habt ein strammes Programm, uns auch kurz zu fassen. Aber ich möchte mich an der Stelle einmal ganz herzlich bedanken für die Unterstützung und die Solidarität, die wir in den letzten Wochen erfahren haben durch euch, durch eure Parteivertreter, die uns begleitet haben, auch bei der Demo. Das war hervorragend. Ich bitte um Nachsicht, dass ich nicht jeden Namen nennen kann, aber das hat uns unheimlich viel Kraft gegeben und ich kann euch sagen, das Selbstbewusstsein in der Belegschaft ist durch die beiden Maßnahmen, die wir letzte Woche gemacht haben, unheimlich gestiegen. Die Köpfe sind wieder oben, sie sind nicht unten und das schmeckt unserem Arbeitgeber an der Stelle nicht so gut. Wie in jedem dieser Konflikte, wenn es um Schließung geht, es um Menschen und ich möchte erstmal vorstellen, wer hier auf der Bühne ist, damit ihr auch wisst, wer das ist. Zumindest zwei sehr starke Frauen, die das Problem haben, mit mir gemeinsam viel Zeit zu verbringen. Zum einen meine Kollegin, die Ilona, die mit mir als Team vor dem Betriebsrat steht und als Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende die Geschicke jetzt zu lenken hat. Dafür danke. Dann meine Frau, die mich seit über 30 Jahren ertragen muss. Aber ich sage immer, selbstgewähltes Los, aber ich bin dankbar, wir haben drei tolle Kinder und das ist eine ganz wichtige Sache, weil ich immer die volle Unterstützung von ihr an den Backen und am Bauch, ist aber nicht verkehrt, weil ich sage, wir müssen aufhören, weniger zu trinken, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil es wichtig ist, Bier ist ein Kulturgut und dient der Kommunikation. Denkt mal an einen Abend ohne Bier, wie langweilig. Ja, ich möchte auch kurz sagen, warum wir da sind. Es geht darum, erstmal Danke zu sagen und Unterstützung einzuholen. Es gehen Unterschriftenlisten durch. Wir haben QR-Codes, wo ihr euch an eine Petition anschließen könnt. Wir brauchen eine breite Unterstützung. Also nehmt das mit. Es wird im Saal verteilt und dementsprechend die Unterstützung hilft uns, unsere Themen auch zu platzieren. Weil es geht hier um Menschen, es geht um die Menschen, 157 sollen jetzt die Zeche zahlen, das kann nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil die haben es nicht verdient, die haben Leistung gebracht und gearbeitet. Wir kämpfen als Betriebsrat gegen die Schließung, wir möchten, dass dieser Entschluss zurückgenommen wird und dafür streiten wir, dafür sind wir öffentlich und wir werden weiterkämpfen. Was machen wir als Betriebsrat? Wir als Betriebsrat haben uns jetzt erstmal auf den Widerstand konzentriert, müssen aber auch strategisch denken und kriegen auch dort eine breite Unterstützung, dies vorzubereiten, weil ihr könnt euch vorstellen, der Arbeitgeber drängt auf einen Interessenausgleich. Schnell und schmerzlos abwickeln nennt man das. Das wollen wir nicht. Wir wollen in Frankfurt bleiben, weil Bier braucht Heimat und wir sagen Menschen auch. Wir sagen auch, Binding muss in Frankfurt bleiben und eure Unterstützung hilft uns dabei. Wir wünschen euch und allen, die hier sind, einen guten Parteitag, gute Beschlüsse und gute Entscheidungen. Auch für die soziale Verantwortung der Reichen nochmal Forderungen aufzustellen, ist nicht verkehrt, weil der Reichtum wächst und die Menschen gucken ins Elend. Das kann es nicht sein. Deswegen wünsche ich euch viel Kraft. Und kann nur dem Kreisverband Danke sagen. Was da auf dem Bierdeckel steht, ist genau das, was die Menschen brauchen. Solche Forderungen. Ich danke euch. Und jetzt gebe ich das Wort kurz noch für den Jürgen, weil für uns auch Solidarität wichtig ist. Und da wird der Jürgen was sagen. Vielen Dank und euch viel Erfolg. Danke, Kolleginnen und Kollegen. Ich bin jetzt 74 Jahre jung und ich hätte nie gedacht, dass ich die Kollegen von Binding gemeinsam im Kampf führe. Binding kann nicht so viel Bier brauen, wie Binding Oetker für das Grundstück kriegt an der Sachsenhall, an der Darmstädter Landstraße. Der Hopp hat es vorgemacht, Henninger gekauft, 1000 Arbeitsplätze weg. Heute kann man im Henninger Turm 100 Quadratmeter Eigentumswohnung für 1 Million kaufen. Deshalb ist dieser Widerstand nicht bloß gegen das Bier, auch gegen die Spekulation mit unserem Boden. Ich bin stolz
mit so einem Betriebsrat und einer Betriebsrätin zu kämpfen. Die Ilona hat gesagt, das ist keine Geschlechterfrage. Mann und Frau kämpfen gemeinsam gegen die Konzerne. Und danke für die Unterstützung meiner Partei. Kolleginnen und Kollegen, dort kämpft der deutsche und ausländische Kollege gemeinsam. Und wir haben zum Schluss, habe ich eine Bitte. Im Kampf wachsen die Kollegen. Wer die junge Welt liest, Neue Deutschland, in Riesa kämpfen Frauen, wo die Genossinnen unserer Partei im Betriebsrat der Gewerkschaft sind, in der Nudelfabrik. Der Unternehmer mit Sitz in Baden-Württemberg will keinen Tarifvertrag mehr. Die sind seit 2 Wochen im Kampf. Wir haben Sulli-Konto gemacht. Die Kollegen, die um ihre Arbeitsplätze kämpfen, da kriege ich gleich das Heulen, die sammeln schon für unsere streikenden Kollegen in Riesa. Wir fahren am Donnerstag von Frankfurt nach Riesa hin und wollen ihnen unsere Solidarität auch finanziell überbringen von der kämpfenden Belegschaft Binding. Und ich kann sagen, die Delegierten meiner Partei haben heute großzügig gespendet. Zum Schluss möchte ich euch allen noch das Gedicht, Weihnachtsgedicht, was im Streik gemacht worden ist. Janine, herzlichen Dank, dass du da warst. So kriegt man Basis in den Betrieben. Und so wollen wir die Diskussion haben. Danke nochmal, Jan, Axel, alle, die ihr da wart. Ich war oft unzufrieden. Ich hoffe, dass meine Frankfurter Partei bei den nächsten Demonstrationen in Massen dabei sind. Wir haben genug Delegierte und keine Ausrede. Euch zum Schluss das Gedicht von Süverkrüpp. Bald haben wir Weihnachten. Stille Nacht, heilige Nacht. Weihnachtsgeld wird gebracht. Von Knecht Ruprechts Lohnbüro. Schweigend geht die Belegschaft aufs Klo. Zählt verschämt die Piepen, gnädig gefallen vom Tische des Herrn. Jetzt kommt unsere Strophe. Stille Nacht, streikende Nacht. Eines Tages dann ganz sacht. Pfeifen wir auf die Gnade des Herrn, dann übernehmen, weil wir den Konzern. Dankeschön, hoch die internationale Solidarität. Binding muss in Freien. Binding bleibt! Binding bleibt! Binding bleibt!